Temperaturen von mehr als 40 Grad. Die Menschen in Südeuropa müssen sich auf ein extrem heißes Wochenende einstellen. Den höchsten Wert von 48 Grad erwarten Meteorologen auf Sizilien. Doch nicht nur in Italien, auch in Spanien und Griechenland hält die Hitzewelle an. Hier haben die Behörden bereits erste Maßnahmen getroffen. So wurde in Athen die Akropolis geschlossen. Ich habe unseren Korrespondenten Moritz Pompel gefragt, wie sich die Situation an der Akropolis darstellt. Ja, auch hinter mir ist jetzt gerade wieder die Akropolis geschlossen worden, bis 17.30 Uhr heute lokaler Zeit. Es ist einfach zu heiß. Hier ist gerade wieder eine Touristin hinuntergebracht worden von Rettungssanitätern. Sie war offensichtlich hier kurz kollabiert und es ist einfach zu warm, um die Akropolis zu besichtigen. Andere Städte hier in der Gegend haben noch offen, die schattiger sind. Aber man kann sich vorstellen, hier oben ist es einfach in der Knallsonne und viele müssen sich jetzt schattige Plätze suchen, um durch die heiße Mittagszeit zu kommen. Auch heute werden hier wieder 40 Grad erwartet in Athen. Welche weiteren Maßnahmen zum Schutz der Menschen gibt es denn dort in Griechenland, damit sie eben keinen Sonnenstich erleiden oder gar ohnmächtig werden? Also hier hinter uns hat gerade das griechische Rote Kreuz zusammengepackt. Man hat bis vor kurzem kühles Wasser an die Passanten verteilt, an die Touristen hier in erster Linie. Jeder konnte sich dort gratis bedienen. Irgendwann waren die Wasserflaschen aus und jetzt ist das Rote Kreuz abgezogen. Ansonsten wurden im ganzen Land auch Zufluchtsorte eingerichtet für die Bevölkerung. Also wer keine Klimaanlagen zu Hause hat oder keine Ventilatoren, bei wem es einfach zu heiß ist, der kann sich in solche Begegnungen flüchten, dort die heißen Stunden des Tages verbringen. Bis 10 Uhr abends kann man dort bleiben. Da muss man nur noch die heißen Nächte überbrücken. Auch heute Nacht ist es nicht unter 30 Grad abgekühlt. Und das ist natürlich eine Extrembelastung für den menschlichen Körper, zumal es ja auch noch länger hier heiß bleiben soll. Ja, und abgesehen von den Auswirkungen auf die Menschen steigt so ja aber auch die Gefahr für Waldbrände aufgrund der extremen Trockenheit. Wie ist denn da im Moment die Lage? Also in bereits 5 Regionen hier in Griechenland gilt die höchste Alarmstufe, nachdem es lange bisher eigentlich kein so großes Problem war. Denn es hat bis in den Juni hinein immer wieder geregnet. Jetzt kommt allerdings diese große Hitzewelle und ab Montag kommen auch starke Nordwinde dazu. Das heißt, da reicht wirklich ein Funke, um dann schnell einen großen Waldbrand zu entfachen. Es wurden beispielsweise hier in Athen alle öffentlichen, zumindest die großen öffentlichen Parks geschlossen. Man will so sicher gehen, dass dort kein Feuer ausbricht und die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft.